Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Staxel. Wir bauen das Haus für Fungi. Wir haben ja schon fast alle Möbel bis auf die Lampe am Start. Und ja, das Haus soll ja aussehen wie ein Pilz. Also wir stecken erstmal kurz den Rahmen so ein bisschen ab. Damn, beziehungsweise erstmal brauchen wir einen Boden. Wir müssen nochmal zurück. Ich brauche noch Treppenstufen und eine weiße Tür. Und es geht hier gar nichts. Dim, 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 dim. Wahrscheinlich machen wir, also entweder müssen wir das 4x4 machen, 5x5. Sowas in die Richtung. So ein schöner, fetter Stamm. Alicia, wo hast denn du Türen? Hier hast du Türen. Eine weiße Tür. Wie Inventar ist voll. Geht so aber nicht. Dann stellen wir die Nägel mal kurz hier ab. Und nehmen eine weiße Tür mit. Hast du Treppenstufen am Start? Treppenstufen hast du nicht am Start. Okay. Dann, ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt noch ein Glühwürmchen finden. Und das Glühwürmchen in eine Flasche reinpressen können. Oder ob unser bestelltes Glühwürmchen seinen Zweck erfüllen muss. Ich sehe aktuell auch keiner auf der Map tatsächlich. Normal hat man die immer so ein bisschen gesehen. Zumindest wenn man in die Nähe kam. Wir warten mal noch einen Moment. Biete einmal Regionsanzeige. Na gut, das müssen wir jetzt erstmal wieder hier wegtun. Flup, flup, flup. So, hier ist ungefähr die Mitte, würde ich sagen. Und hier, so. Das heißt, wir kommt... Haben wir die Schaufel am Start? Wir haben die Schaufel am Start. So, machen wir erstmal hier ein bisschen was weg. Können es eh nicht aufnehmen, toll. Ja, bekommt Fliesenboden, damit weiß gleich weiß es. So. Wir stellen erstmal ein paar Sachen raus. Die können ja auch hier rumstehen, die werden ja nicht so schlimm nass. Das ist anderes Gras, das ist auch in Ordnung. Guck mal, können wir Stühlchen stellen wir auch hier hin. Schön in einer Reihe. Schön in zwei Reihen, auch in Ordnung. Ne, ist ja trotzdem eine Reihe. So, darauf dann erstmal die Tür. Wunderbar, die geht auf. So wünscht man sich das. Ja, und dann gibt es hier natürlich der Stiel eines Pilzes, eines Fliegenpilzes, ist weiß. Dementsprechend wird unser Pilz natürlich auch weiß hier unten. So. Na gut, jetzt brauchen wir eigentlich die Treppe, um das vernünftig checken zu können, wie wir hier hochkommen. Okay. Und dementsprechend halt auch, um zu gucken, wie hoch unser Dings sein muss. Unser Stamm vom Pilz. Der Pilzstamm. Stiel. Ich sehe aktuell tatsächlich keine leuchtenden Dinge. Hier leuchtet irgendwas. Was ich nicht so ganz zuordnen kann. Was ist das? Ja, ich werde langsam müde, das ist okay. Ich glaube, das ist unser Loch, was wir gebunden haben. Ja, das ist unser Loch. Na gut, morgen kommt unser Irrlicht in der Flasche. Unser Glühwürmchen in der Flasche. Das ist in Ordnung, damit können wir dann arbeiten. Also erstmal ab ins Bett. Ab ins Bett! Damn, darauf ein Schluck Kaffee. Rede mit Ria, wenn du fischen möchtest. Vielleicht möchte ich aber gar nicht fischen. So. Hallo Rufus. Wir haben keinen Platz im Inventar wahrscheinlich. Damn. Wir müssen kurz ein bisschen was ausräumen. Komm schon, komm schon, komm schon. Also Dinge, die wir jetzt einfach für den Ausbau hier unten brauchen würden. Aber da wir nicht hier unten ausbauen, würde einen fucking Erdblock brauchen wir jetzt nicht dabei zu haben. Die Kerze ist jetzt auch überbewertet. Die Bücherregale gibt es auch hier dann.
Und Rohstein weiß ich nicht, warum wir ihn einstecken haben. Wahrscheinlich, weil wir ihn hier unten abgebaut haben. Das macht Sinn. Aber gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Platz im Inventar. Die Bienchen haben noch Zeit zum Produzieren. Hallo Mädels. Und Freddy. Wobei, bei den Schafen bin ich mir nicht so sicher. Bäh, könnte auch ein Bock sein, ein Schafsbock. Esther hat auch genickt, gerade bestätigend. Vielleicht ist, ja, bäh, ein Schafsbock. Annabelle? Da drängt sich Mildred schon dazwischen. Natürlich, Mildred, du wirst doch auch gegossen. Gemolken. Freddy kriegt was zum Phrasen. Tun wir mal hier rein. Schafmaschine, Melkmaschine, Schafschermaschine. Zwei Eier, drei Eier. Morgen Rosi, Bertha und Alfredo. Mädels und, ja, Alfredo halt, ne? Hopp. Die müssen noch wachsen. Dann sagen wir hinten auch mal Hallo. Erdbeeren sind noch nicht reif, perfekt. Aber beim Kaffee wäre es nicht so schlimm, wenn wir es nicht ernten. Aber Erdbeeren. Hallo, Klack. Hallo, Ida. Hallo, hallo, ja. Aber Kokos sind reif. Die wachsen. Die sind auch im Frühling gewachsen. Das heißt, die wachsen im Frühling und Sommer. Nice. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich dachte eigentlich, die wären vom Frühling noch reif gewesen, als wir sie geerntet haben. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Finde ich cool. Finde ich gut. So Bäume, die mal zwei Jahreszeiten wachsen. Das Spiel gönnt uns ja sonst nichts. Hier ist das Ei. Ist genau gesehen. Nicht reif, nicht reif. Reif! Bananenernte! So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So. Da auch mal natürlich noch kurz reingehauen. Dann checken wir hier vorne noch. Nope, hier ist nichts reif. Das heißt, wir können unser Inventar wieder leeren und uns anschließend wieder dem Häuslein vom guten Funky widmen. Wir haben jetzt ein paar Dinge, die wir brauchen, um sein Haus zu bauen. Schon besorgt, aber wir müssen eigentlich noch Treppen bestellen. Ich dachte eigentlich, die kriegen wir bei Alicia, aber das war ja nicht der Fall. Daher, ja, toll. Toll, Alicia. Ganz großes Kino. So, die Wolle kommt erstmal raus. Die Pilze, wir müssen eigentlich gucken, welche Pilze wir brauchen. Für die Pilzlampe. Damit ich weiß, welche ich zurücktun kann. Wir gucken kurz. Pilzlampe, wo bist du? Wir brauchen zwei seltene. Das war's eigentlich schon. Haben wir noch zwei seltene eigentlich? Wir haben keinen einzigen seltenen mehr. Damn. Ja, müssen wir erstmal zwei seltene Pilze noch finden. Bevor wir hier irgendwas machen können. Du kommst raus, du kommst raus. Na gut, so selten sind die seltenen Pilze ja nicht. Und wenn wir vermehrt auf Suche gehen, kriegen wir das, glaube ich, auch hin. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Na gut, dann erstmal raus. Halt, Treppen. Wir wollten Treppen haben. Treppe. Bunte Blöcke, hier sind die Treppen. Wir wollen die weiße natürlich haben und wir nehmen mal direkt, keine Ahnung, 20 Stück. Erstmal rülpsen. So, beschleunigt. Und schwupp. Ja, jetzt könnte es jetzt erst natürlich schön, wenn es regnen würde, dann gäbe es mehr Pilze und dementsprechend auch mehr seltene Pilze. Aber man kann halt nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ja, dann fangen wir erstmal an, ein Haus zu bauen. Haben wir ja auch schon gemacht. Darauf ein Stück Kaffee. Damit das nicht ganz so. Nicht ganz so, ja, chaotisch ist. So, das heißt, wir werden hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Boden brauchen. Ist ja klar. So. Blümchen, weg da. Weg da. So. Weil 4x4 wird es ja auf jeden Fall werden, mindestens. Ups, da haben wir ein Stück rausgerupft. Kann mal passieren.
Frage ist, geht die Tür auf, wenn direkt danach die Treppe startet? Bestimmt. Hui! Jo, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Das heißt, wir machen. Dahinter direkt eine Treppenunterkonstruktion. Ja. Dann noch eine Treppenunterkonstruktion. Gut, dann müssen wir erstmal hier unten wieder ein bisschen Platz räumen. Wir haben die Sense doch bestimmt dabei. Natürlich haben wir die Sense dabei. Das geht ja um einiges schneller, als wenn wir da jedes Mal anfangen hier. Großartig. Irgendwas anderes zu tun. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir könnten natürlich das Ganze auch ein bisschen anders machen. Machen eine Wendeltreppe draus. Dann brauchen wir nicht ganz so viel Platz. Sondern können einfach in die Höhe gehen. Das wäre vielleicht praktischer. Das machen wir. Das machen wir. Ich habe einen Plan. Für mehr Pilze für alle. Ja, so, so. Das heißt aber auch, das hier muss nochmal weg. Das hier muss nochmal weg. Und zwar alles. So, weil das würde bedeuten, treppenmäßig, ja, dass wir, warte mal, wir machen mal hier rundherum dann. Da muss Wand hin. Also spätestens da, frühestens hier, was auch immer. Hier muss Wand hin. Ich muss das vor mir sehen natürlich. Dementsprechend machen wir da auch Wand hin. So, das heißt, hier muss Treppe hin, zwei Stück. Hier wäre, ups, das war das Falsche. Wir müssen so schmal wie möglich agieren. Das heißt, hier wäre ein Absatz. Das heißt, hier wäre dann wieder Treppe. Also weil ich einfach nicht will, dass der Stumpf von dem Pilz zu groß wird. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Weil wenn er zu groß ist, dann sieht es halt scheiße aus. Finde ich. Also der darf nicht so länglich gezogen sein oder irgendwas. Und so kommen wir, glaube ich, relativ gut hoch. Ohne, dass es jetzt zu krass eingequetscht ist. Und das Schöne ist, wir können ja hier sogar, wir müssen eh hier drüben, müssen wir noch zwei rüber gehen. Muss ja gleichmäßig groß sein. Können wir hier auch mal kurz erstmal alles wieder ausbuddeln. Flop, 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 flop. Gut, das Ding ist größer als jedes andere Haus mittlerweile, aber darum geht's ja nicht. Es geht ums Prinzip. So. Wobei, wenn wir hier auch nur eins hochgehen, dann haben wir hier den Part, dass wir sagen können, wir müssen gar nicht hier drüben in die Breite gehen, sondern der Eingang ist halt nicht zentral. Also nicht mittig. Machen wir so. Finde ich gut. Wobei, nee, da müssten wir jetzt schon rübergehen. Das würde platzmäßig, nee, der wäre platzmäßig blöd. Machen wir nicht so. So, Treppe drauf. So. Jetzt gehen wir noch eins hoch. So. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Haben wir die? Nein, die Treppenstufen sind auch oben. Gerade schon gedacht, es kann ja nicht sein, dass wir die Treppenstufen weggetan haben. Das wäre ja Frevel. Frevel an den Treppenstufen. So, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Weil hier geht es dann wieder rüber. Ja, gleich mal die Bereichsgrenzen anmachen, um zu gucken, dass wir nicht zu hoch werden. So. Ja, weil viel höher können wir eigentlich nicht werden. Sonst sind wir nämlich zu hoch. Das wäre natürlich auch problematisch. Ich würde fast sagen, wir gehen ja noch eins rüber. Hopp. Dass wir noch eins höher sind halt. So. Blub.
So. So. Aber dann können wir dann. Ne, wir können nicht höher gehen. Wenn wir höher gehen, haben wir das Problem, dass wir echt außerhalb der richtigen Reichweite sind. Schade. Gut, das heißt, wir gehen nicht höher, aber wir können hier rundherum erstmal alles zumachen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, flop, 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 flop. Das heißt, unser Pilzstiel steht. Der Stiel steht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Weil dann fehlt jetzt noch der Deckel. Gut, ich glaube, das wird wesentlich komplexer, der Deckel, aber ja. Es ist ein Anfang. It's a start. So, kurz mal hier die Wand aufbauen, anfangen. So, so, so. Hier müssen wir nicht noch eins rüber, oder? Ne, das passt. Wunderbar. So, schön die Wand auffüllen. Müssen wir auch mal gucken, ob wir dann die Möglichkeit haben, unter Umständen draußen noch ein bisschen was dran zu bauen, damit es halt nicht ganz so eckig ist. Also, dass wir hier nicht einfach einen rechteckigen Grundriss haben für den Pilz, sondern der vielleicht auch ein bisschen rund aussieht. Können wir jetzt mit unserer Treppe, müssen wir einfach mal gucken. Wenn wir sehen. Und wenn nicht, der Stiel darf ruhig rund sein, finde ich. Eckig sein. Den Kopf machen wir halt runde. Ah ja, Käffchen. Schlückchen Kaffee. Wir können. Also das ist grauer Holzblock, können wir direkt mal ein paar mehr noch mitnehmen. Die Bodenfläche wird, glaube ich, relativ groß werden. So, und weißen Stein. Hier, weißer Steinblock. Brauchen wir auch noch ein paar. Gut, 300 waren vielleicht jetzt ein bisschen viel, aber dafür haben wir sie einfach mal am Start. Das kann nicht schaden. Ja, der Stiel steht. Er sieht Gott sei Dank nicht aus wie der schiefe Turm von Pisa. Das wäre ein bisschen kritisch. So, so, ja. Dann haben wir die Wand einfach mal zugemauert. So. Können wir mal gucken, ob wir irgendwelche Kletterpflanzen bekommen, die wir hier dran wuchern lassen können. Damit das Ganze, ja, ordentlich aussieht, ne? So. Hier drüben haben wir die Mauer. Da vorne fehlt sie tatsächlich noch. Wir hätten es ein bisschen schmaler, hätten wir es, glaube ich, machen können. Also dann, ich glaube, bei unserer Sandburg ist es auch schmaler. Aber so ist es gemütlich, um hochzugehen. Und das ist ja auch in Ordnung. Der arme Fungi, der hier einziehen soll, der soll sich ja nicht denken, er hat keinen Platz. Gut, da oben bekommt er jetzt eh genug Platz. Daher, ja, who cares, ne? So, ein bisschen Boden drunter machen. Flop, 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 flop. Ja. Flop, 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 flappeli, flappeli, flapp. Wir machen die Wand. Eine Wand, eine Wand, eine Wand, Wand, Wand. So. Oh. Und die Frage ist jetzt eigentlich, müssen wir. Also korrekterweise hätte der Fliegenpilz. Wir haben gerade keinen dabei. Unten drunter natürlich weiße Lamellen. Sprich, eigentlich müssten wir hier mit Weiß arbeiten. Das Problem ist nur, wie sehen die Tische eigentlich von unten aus? Auch rot. Und vor allem das Problem ist, wir werden die Decke, also obendrauf, wahrscheinlich nie sehen. Oder sehr selten sehen. Sagen wir es mal so. Sprich, wir werden wahrscheinlich doch mit Rot arbeiten. Wir sollten mit Rot arbeiten. Oh. Das Rot haut halt auch gut rein. Muss man sagen, es haut gut rein. Eine geht noch? Nein, eine geht nicht, dann kommen wir nämlich nicht mehr hoch. Aber gut, damit können wir leben. Weil hier können wir es noch zumachen, natürlich. Ja, und dann können wir erstmal rundherum ein bisschen Pilz anbringen. Sagen wir machen erstmal drei Stück in jede Richtung. Und dann wird das Ganze abgerundet.
Damit es halt nicht so eckig ist wie der Tisch und Co. Und dann kriegt der Gute hier oben eine schöne Wohnfläche. Glaube ich. Platzmäßig. Dürfte dann eigentlich nicht so schlecht sein. So. Dann kaufen wir uns noch ein paar von diesen Pilzlampen. Also nicht denen, die wir herstellen müssen, sondern von denen, die da rumstehen. Ich glaube, der 3 reicht. 3 ist fast ein bisschen wenig. Ich glaube, wir bauen da mehr noch dran. Ja, sonst ist das so ein kleiner, fetter Scheißpilz. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen. Und ja, Fragen, Anregungen, Wünsche ab in die Kommentare. Und ja, nächste Folge kommt morgen um 13 Uhr. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye.